Gier ist das Geschwür, das uns gesellschaftlich durchsetzt. Gier ist die gefährlichste Krankheit, die wir als Gesellschaft, die wir als Menschen haben und die am Ende wirklich droht, uns aufzufressen. Gier ist sicherlich das Motiv für alle Menschen, Gesetze so weit zu dehnen, bis man sie möglicherweise eben auch überschreitet. Im Fall der Waffenhersteller muss man natürlich sagen, dass Gier automatisch oder das Mehrwollen automatisch die Grenzen der Legalität in Frage stellt. Dass wir natürlich dadurch, dass es ein Geschäft ist, in dem eigentlich grundsätzlich alles verboten sein sollte, laut deutschem Grundgesetz und den Grundsatzregeln der deutschen Kriegswaffenexportkontrolle, die heißt ja, und das ist es nicht in vielen Bereichen der Wirtschaft so, es ist alles verboten, außer das, was ganz explizit erlaubt ist. Dahingehend per Definition, wenn man mehr will, wenn die Gier einen treibt, kommt man automatisch gleich zu den, ich sag mal, Grenzsituationen, zu den potenziellen Überschreitungen. Und im Fall der Waffenhändler liegt es eben nahe, dass die Gier dazu führt, dass man eben dann auch das Recht bricht. Gier bringt einen dazu, die Grenzen immer weiter für sich selber, die individuellen, subjektiven Grenzen, immer weiter zu schieben. Gier bringt einen Menschen dazu, letztendlich zu dem zu werden, zu einem Händler des Todes, zu einem Waffenhändler, der skrupellos eben seine Geräte, seine Wirtschaftsgüter, in seiner Interpretation sind das ja Wirtschaftsgüter, vertreibt, wohl wissend, dass mit seinem Gerät, also nicht unbedingt durch ihn selber, aber mit seinen Produkten Menschen zu Schade kommen. Per se würde ich keinem Menschen die ultimative Gier unterstellen wollen. Und ich glaube auch nicht, dass es konsequent durch alle Bereiche geht. Waffenhändler, Waffenhersteller, ob in den USA, mit denen ich gearbeitet habe, die wir kennengelernt haben, in Mexiko, im Sudan, Menschen, die damit zu tun haben, die verantwortungsvoll mit Waffen umgehen. Und wo eben Gier dann vielleicht eine zweite oder dritte Rolle spielt oder vielleicht auch gar nicht vorhanden ist. Wenn unser Gesetzgeber, also unser Bundestag, unsere Regierungen den Handel mit Waffen erlauben, müssen sie in Kauf nehmen, dass Leute, die so gesehen diese Möglichkeit ausnutzen, aufgrund von Gier illegale und schmutzige Geschäfte zu machen. Und es ist ja immer so, die Gelegenheit macht Diebe. Wenn Gier ermöglicht wird und Gier legalisiert wird, dann hat das System ein Problem. Waffengeschäfte haben eine ganz eigene Dynamik und eine eigene Art. Und die Rolle von Gier in diesen Bereichen trifft oftmals eher die Unternehmer. Auf der politischen Ebene gibt die Waffenbranche und eben vor allem der Waffenhandel, Waffenexporte, eben nicht nur die Möglichkeit, Geld zu verdienen, also die Gier nach nach finanziellem Erlösen, sondern auch der Gier nach Macht, nach außenpolitischer Mitsprache. Ein Land zu sein, das besonders gute und besonders begehrte Waffensysteme, Kleinwaffen, Großwaffensysteme, anbieten zu können, gibt politische Macht. Ich glaube, dass dieser Wunsch nach Liebe, diese Gier sicherlich auch nach Liebe und Anerkennung und nach dem politischen Erfolg, also für mich als politischen Filmemacher, als Journalisten und Filmemacher auch auf fiktionaler Ebene, der Applaus ist sicherlich wichtig, der politische Erfolg ist das Allerwichtigste, und sicherlich eben auch diese Harmonie, die dadurch entsteht, dass wir im Rahmen unserer Arbeit sehr schwierige Themen, komplizierte Themen, die risikobehaftet sind, angehen, sie aber gemeinschaftlich auf den Schultern der Leute verteilen, die mit uns zusammen diese Arbeit machen. Und das ist, glaube ich, sicherlich das, ich sag mal, im positiven Sinne eine Art Gier und ein Laster, das bei mir sicherlich ausschlaggebend ist, dass man sich eben diese Anerkennung wünscht, diese Art der Zusammenarbeit wünscht und eben auch immer weitermachen möchte. Und Schokolade ist meine andere Gier, aber was soll ich sagen? Das Laptop steht gerade auf einer Kiste voller Schokolade. Das ist tatsächlich.